Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Parfüm Top 10 List. Ja, heute geht es auch nicht um die Parfüms an sich, nicht um die Düfte. Heute geht's mal um was anderes, nicht um den Flakon. Viele wissen wahrscheinlich, ich habe so eine Serie am Laufen, die nennt sich Flakons bewerten. Mache ich ungefähr einmal im Monat, dass ich auf Parfüm gehe und einfach die Flakons von zufälligen Düften bewerte. Macht immer Spaß, doch wie sieht's eigentlich mit meiner eigenen Sammlung aus? Was sind die schönsten Flakons, die ich euch unbedingt hier präsentieren möchte? Findet's jetzt heraus, lehnt euch zurück und genießt die Show. Platz Nummer 10 ist mein zweitliebstes Parfüm of all time und zwar ist Humanity. Wie gesagt, heute geht's nicht um die Düfte. Ach, so ein schöner Feigenduft. Heute geht's um den Flakon. Guckt euch diesen Flakon an. Diese Maske. Dunkel. Mysteriös. Metallisch. Manche riechen ja auch bei diesem Parfüm Blut und Stahl raus. Passt das, ja? Es hat so ein bisschen Dark Souls Vibes. Es sieht einfach nur geil aus. Dann die Form ist schon mal sehr eigenartig. Feuer, es heißt Humanity. Die Frau hier sieht irgendwie perfekt aus. Hat keine Falte. Aber er sieht auch irgendwie gruselig aus. Ich weiß auch nicht. Das Parfüm ist super mysteriös. Oder? Ich finde es super mysteriös. So einen ganz eigenen Vibe. Deswegen liebe ich diesen Flakon. Was ich auch liebe ist die Kappe. Oh mein Gott. Das ist ein Ring an einer Kette. Und den muss man so da draufsetzen. Wow, ist das unique. Ist das cool. Und hier so Inschriften, könnte man schon fast sagen. Also sehr mysteriös das Ganze. Und deswegen liebe ich das, weil es so einen ganz eigenen Vibe hat. Platz Nummer 9 geht schon wieder in einen Tiermugler-Parfüm. Und zwar ist es Angel Nova. Das originale Angel hat ja auch so ein Flakon, nur das habe ich in 100ml Flasche. Und da ist nicht dieser ikonische Stern. Der Stern ist so ikonisch, dass Tiermugler echt einen Spezialauftrag machen musste. Damals, zur Zeit 1992, wo der Duft rauskam, gab es solche komischen Parfümflakons und nicht diese unique Form. Viele Glasbläsereien wollten das gar nicht herstellen. Die haben gesagt, das ist zu schwer, zu gewagt. Aber er hat sich durchgefragt und irgendwann hat er denjenigen gefunden, der diesen Flakon gemacht hat. Ist halt ikonisch, die Form. Ist halt inspiriert in Superhelden. Dieser Stern, weil Tiermugler ein großer Fan von Superheldenfilmen war, wie DC Universe, Marvel. Das hat ihn wirklich inspiriert und das merkt man auch bei Angel. Dieser Stern, diese unique Form, einfach nur wunderschön, bis zum heutigen Tage noch toll und unique. Schaut man sich einfach gerne an. Ja, Angel Nova. Wie gesagt, gibt es auch im normalen Angel. Das hier ist die 50ml Flasche. Und ich weiß nicht, ich finde das Design einfach nur toll. Auch hier, der Sprüher, dass er so metallisch ist, hervorsticht, ist halt wie so ein Kopf. Ich weiß nicht, glänzt richtig schön. Einer der schönsten Flakons auf diesem Planeten. Damals absolut revolutionär und heute immer noch. Platz Nummer 8 geht an Cacharel. Yes, I am. Ich meine, wer kann zum Lippenstift Nein sagen? Richtig, niemand. Ist einfach ein Lippenstift als Parfümflakon. Das ist so ein Eyecatcher, wenn du das auf den Schminktisch stellst oder im Parfümregal hast, weil es einfach ein Lippenstift ist als Parfümflakon. Hier ist der Juice drin, der Sprüher ist der Lippenstift. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich nicht. Guckt euch das an. Okay, man sieht es nicht. Ah, und es ist auch so ein schöner Duft. Wirklich, aus dem Lippenstift wird er rausgesprüht, ich weiß nicht. Dass sich cool und ikonisch ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Hier steht noch Cacharel eingraviert, hier steht Yes I Am, so eine wunderschöne Handschrift. Einfach nur toll. Und das auch noch so ein bisschen gewählt, also wirklich Liebe zum Detail. Absolut awesome. Yes I Am von Cacharel. Platz Nummer 7 geht an Victor & Rolf und zwar ist das
Good Fortune. Muss ich dazu nur was sagen? Ich sehe eine gute Zukunft voraus. Das soll natürlich so eine Kristallkugel sein. Von so einer Wahrsagerin. Der Duft riecht auch so toll. Riechen alle toll. Und ja, hier ist halt noch so ein Amethyst drauf. So ein richtig schöner Edelstein. Klar, es ist zwar aus Plastik, aber es sieht einfach nur schön aus. Kristallkugel mit einem Amethysten. Hier noch so schön vergoldet. Der Fuß von der Kristallkugel. Dann haben wir hier noch so ein glitzerndes goldenes Band. Hier natürlich das Victor und Rolf Logo. Hier steht noch Good Fortune. Einfach nur awesome. Vor allem der Juice ist auch so lila. Passend zur gesamten Thematik hiervon. Also wenn das nicht episch ist, dann weiß ich es auch nicht. Good Fortune von Victor und Rolf. Die wunderschöne Kristallkugel. Cool, der Sprüher ist auch in Gold. Einfach nur edel, luxuriös und ein absoluter Eyecatcher. Weiter geht's mit Platz Nummer 6. Und zwar ist von Jean Paul Gaultier Labelle. Ich hätte auch Klassik nehmen können, aber Labelle finde ich noch schöner. Einfach weil Labelle das hier hat. Diese goldenen Rosen. Das ist quasi so eine Art Collier aus goldenen Rosen. Also super edel, auffällig, luxuriös. Der Juice ist so ein bisschen rot-bräunlich, dunkelrot. Und dadurch wird das Kleid halt auch so rot. Absolut schön. Die Jean Paul Gaultier Flakons sind so alle klasse. Auch von den Männern oder Klassik. Es sieht einfach nur atemberaubend aus. Hier das Gold, goldene Sprühe. Dann haben wir hier diesen komischen Knipsel, den man abziehen muss, um das zu sprühen. Könnte auch ein Modeschmuck sein. Viel Fantasie. Das ist ein Choker, den man sich ummacht. Und ja, die Form. Typisch feminin. Einfach nur sexy, elegant und glamorous. Also wenn dieser Flakon Eyecatcher ist, dann weiß ich auch nicht. Jean Paul Gaultier Labelle. Platz Nummer 5. Einer meiner Lieblingsflakons. Und zwar Marc Jacobs Decadence. Leider wurde dieses Parfüm eingestellt, aber wenn ihr es noch bekommen könnt oder meinetwegen auch nur im Flakon, schlagt so. Guck mal, wie schön das ist. Einfach eine Handtasche. Mit so einem Bommel. Hier Gold. Ja, viele finden das wahrscheinlich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, tacky, sagt man im Englischen. Aber ich finde es einfach cool. Ich habe ein Faible für solche Gimmick-Flakons. Das werdet ihr gleich sowieso noch sehen. Kommen noch mehr. Ja, an sich nichts Besonderes, wenn ihr den Deckel abmacht. Aber auch Gold und der Duft ist auch so krass. Richtiges Bad Girl Parfüm. Hier haben wir Schlangenleder mit Gold kombiniert und grün. Schwarz-grün. Ah, es hat schon richtig diese Vibes. So Handtasche, dunkle Handtasche, Bad Girl Vibes, Bad Bitch. Ah, es ist so cool. Spielt den Duft perfekt wieder und der Flakon ist ein absoluter Eyecatcher. Bin so froh, dass ihr habt in 100 ml und hier ist auch noch richtig viel Juice drin. Das heißt, ich habe noch ganz, ganz viel Spaß mit Marc Jacobs Decadence. Verstehe wirklich nicht, warum sie das eingestellt haben. Klar, es war immer so ein bisschen schwarze Schaf von Marc Jacobs, weil es halt so ein dunkler, böser, edgy Duft ist. Die meisten sind verspielt, girl. Hier war es eben halt nicht so. Platz Nummer 4. Teilen sich zwei Parfüms. Und zwar die Roboter. Ja, sowas Roboter-Kappe. Ich habe Fame gekauft. Ich fand den Flakon cool. Ich fand den Duft cool, weil es so ein uniker, sommerlicher, schöner, sexy Mango-Duft ist. Und dann dachte ich mir so, ach Mensch, ich fand den Phantom-Flakon sowieso schon immer so toll. Dass das Roboter Girl nicht alleine ist, das muss ich ändern. Ich habe Phantom erstellt, bin so ein bisschen auch in maskulinen Düfte abgedriftet, weil der echt mir super gut gefallen hat. Heutzutage habe ich so 12 Männerdüfte in Anführungsstrichen. Für mich sind ja sowieso alle Düfte unisex, außer jeden extrem in eine Richtung. Na, bei Männern sind das holzige, harzige, urige Düfte und bei Frauen immer halt so Zuckerwatten, girly Düfte.
Aber ja, Phantom trage ich halt auch als Frau. Von daher war es nicht nur wegen dem Flakon eine gute Investition, sondern auch wegen dem Duft. Ja, das Roboterkrabbel. Ich muss sagen, ich finde Fame noch schöner, weil, I mean, das ist ein Roboter mit einer Sonnenbrille, mit einer fucking Sonnenbrille. Geht's noch cooler? Dann High-Heel-Stiefel. Hier so ein Glitzerkleid, was man auch vom Paco Rabanne so kennt. Einfach nur cool. Und in Gold. Der männliche Roboter Phantom, der hat halt NFC, was schon mal super cool ist. Und Spielereien mit dem Flakon, weswegen er eigentlich auf Platz Nummer 1 gehören sollte. Weil er einfach noch Features hat. Welche Parfümflakon hat sowas? Ja, hier haben wir das Paco Rabanne-Logo. So ein bisschen Lego-mäßig der Roboter. Aber einfach nur cool hier, als würde so ein Laser abfeuern. Hier kommt ja auch das Parfüm raus. Ja, einfach nur cool. Leider hat Fame kein NFC-Code. Seht ihr, Unterschied hier das Paco Rabanne-Logo. Und hier eben halt der NFC-Übertragungscode. Aber das Roboterkappel musste natürlich in diese Liste. Viele mögen diese Flakons nicht, weil es so wie so ein Spielzeug aussieht, unseriös ist, kindisch ist. Sehe ich, aber ich bin ja auch noch ein Kind geblieben. Und ich finde die Idee so unique. Und generell, das mit der NFC war revolutionär. Und ich habe einfach ein Fable für so cheesy Flakons. Ey, wie cool ist das? Sieht halt nicht mal aus wie ein Parfüm. Aber es ist ein Parfüm und noch verdammt cool ist. Sowohl Phantom als auch Fame. I love it. Also die Roboter sind einfach nur amazing. Platz Nummer 3 geht schon wieder an Thiel Mugler. Und zwar diesmal an Aura. Ja. Ich muss wirklich in den sauren Apfel beißen und sagen, Alien kommt nicht in die Liste. Ich finde, Alien ist auch ein super schöner Flakon. Aber Aura ist einfach noch schöner. Guckt euch das an. Sieht aus wie ein Chaos Emerald, nur in Herzform. Einfach so wunderschön. Das Herz des Dschungels. Ist ja wirklich so ein Dschungelparfüm. Tigerliane, so ein Extrakt von einer Wurzel aus dem Dschungel. Haben sie ja reingepackt. So minzig, grün, vanillig, Rhabarber, also richtig dschungelig, grün. Das Parfüm einfach nur episch. Ich sag mal, so richtig Frau für Avatar. Aber guckt euch das mal an. Avatar ist ein gutes Stichwort. Avatar ist das Sci-Fi, auch futuristisch. Und das Herz ist nicht nur das Herz des Dschungels, sondern auch futuristisch durch dieses Maschinelle hier. Oh, das sieht so geil aus, echt. Gebt euch das mal. Ich weiß nicht. Aura von Thiel Mugler wird immer in meiner Top 3, glaube ich, bleiben. Was Flakons betrifft. Was einfach so schön ist. Platz Nummer 2 geht an Carolina Herrera. Very Good Girl Glam. Die Carolina Herrera Düfte sehen alle episch aus. Von den Good Girls. Das sind immer alles so High Heels. Das sind immer Good Girls ein schwarzer High Heels. Very Good Girl ist ein roter High Heel. Aber das Very Good Girl Glam setzt noch einen oben drauf. Wir haben hier schwarz-rot. Ne, schwarz-rot mit einem goldenen Absatz. Einfach so schön. Und vorne haben wir pinken Glitzer. Zu pinken Glitzer sage ich nicht nein. Meine girly Seite in mir ruft. Siehst du hier? Das ist der schönste Flakon ever. Ist er nicht, weil er nur auf Platz Nummer 2 ist. Aber mach einfach pinken Glitzer überall drauf und ich bin absolut begeistert. I'm in love. Also wenn das kein schöner Flakon ist, dann weiß ich. Klar, der ist auch wieder ein bisschen cheesy. Und Love or Hate, generell alle, die ich in die Liste gepackt habe, vielleicht außer Angel, sind so Love or Hate, die alle so eigene Vibes haben und teilweise echt gar nicht wie Parfümflakons aussehen. Aber genau das mag ich. Das Kreativ, das Unique. Und das ist ein absoluter Eyecatcher.
Gebt euch das mal. So schön. Deswegen Platz Nummer 2. Very good girl Glam. So, was ist also der schönste Flakon in meiner Sammlung? Anna Sui Fantasia. Diesmal für über 40 Euro gekostet. Und es sieht einfach aus wie ein 800 Euro Parfüm. Goldenes Einhorn. Liebe zum Detail. Hier auch alles vergoldet. Da sind Blumen drauf. Verzierung. Hier steht in der Goldgravur Anna Sui. Hier steht Fantasia. Und es sieht so ultimativ schön aus. Ist ja so ein Disney-Prinzessin-Duft, sage ich immer. Es riecht wie so eine Disney-Prinzessin. Und ich weiß nicht, es soll, glaube ich, so eine Eichel sein. Ne, hier ist so eine Einkerbung, das ist dann von der Eiche der Hut, sage ich mal. Und hier dann das Einhorn oben drauf. Wie schön, luxuriös und edel ist das. Wenn du das irgendwo hinstellst, pssst, der Blick geht nur darauf. Egal wie viele coole Flakons ich daneben stelle, der Blick geht immer auf Anna Sui Fantasia. Es wird auf ewig der schönste Flakon bleiben, denn ich kenne eine Duftwelt, kein Parfüm, was das toppen kann. Wow! Der Duft ist auch ganz schön, aber nicht ansatzweise so toll wie dieser Flakon. Wow. Just wow. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Ich weiß, es hat jetzt nichts mit Düften zu tun. Und die meisten wollen immer nur Düfte. Aber ihr wisst, ich achte auch voll oft auf den Flakon. Ich habe eine Serie, wo ich Flakons bewerte. So klar, dass so ein Video auch irgendwann mal droppen musste. Falls ihr Parfümflakons so cool findet wie ich, gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was eure Lieblingsflakons in der Duftindustrie sind. Würde mich mal interessieren, denn ich bin immer für coole, neue Flakons offen. Ich liebe es einfach. Für mich muss nicht nur der Duft stimmen, sondern das Äußere auch. Weil ganz ehrlich, wenn du im Douglas irgendwie dich umschaust und das ist so ein langweiliger Parfümflakon und dann steht da ein Roboter. Willst du natürlich wissen, was der Roboter macht, wonach der riecht. Es ist schon ein schlaues Marketing, was dahinter steckt. Wenn man ein Flakon ebenso schön macht wie den Duft. Deswegen, unterschätzt niemals den Parfümflakon. Weil, wenn das auffällig ist, testen mehr Leute das. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn dann noch der Duft gut ist, ist halt dann höher, dass der oder diejenige dann den Duft kauft. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!